Heute geht es um ein Thema, was viele interessiert, und zwar, wie kann ich den Rücken trainieren? Den Rücken ohne Geräte, ohne Langhantel. Was jeder zu Hause hat, ist ein Tisch und eine Matte, beziehungsweise den Boden und den eigenen Körper. Wir fangen an mit einer Rudervariante am Tisch, primär auf die Rhomboideen fokussiert und auf die innere Rückenmuskulatur, und zwar mit breitem Griff. Ich zeige es euch. Wir gehen hier unter den Tisch. Je nach Tischbreite haben wir verschiedene Griffbreiten natürlich. Je breiter ihr greift, desto mehr wird die hintere Schulter trainiert und die Rhomboideen, weniger Latissimus. Beine strecken, rechts und links greifen, Po anspannen. So, die Exzentrik, also hier die Negativbewegung schön mitnehmen, explosiv hoch, langsam tief. So, da können wir zum Muskelversagen gehen. Macht so viele Wiederholungen, wie ihr könnt. Also 15 von denen, die wären schon top. Schaut, wie viel ihr packt. Jetzt geht es zur Übung Nummer 2. Übung 1 war primär für die hintere Schulter und die Rhomboideen, also den inneren Teil des Rückens. Jetzt schauen wir noch, wie wir den Latissimus, also den breiten Rückenmuskel, trainieren. Je enger bei Zugbewegung der Ellenbogen am Körper vorbeigeht, desto mehr Fokus habe ich auf den Latissimus. Das können wir hier genauso machen. Legt euch hin, nicht mehr breit greifen, sondern enger greifen. Wir greifen im Obergriff. Ellbogen eng am Körper vorbeiziehen, langsam tief. Eng vorbei, langsam tief. Hier der Ellbogen ganz nah am Körper dran, langsam wieder tief, langsam tief. Hoch, langsam tief. Wichtig, den Ellbogen nicht vom Körper abhauen lassen, und ich zeige es nochmal, der Ellbogenwinkel sollte so groß wie möglich bleiben. Nicht so rudern, ihr seht, kleiner Ellenbogenwinkel, sondern den Ellenbogenwinkel groß lassen. Je nach Tisch haben wir da verschiedene Möglichkeiten. Schaut drauf, wenn ihr den Latissimus treffen wollt, also den breiten Rückenmuskel, eng rudern, Ellenbogenwinkel über 90 Grad lassen. Die zwei Übungen von vorhin am Tisch, die reichen eigentlich aus, um den kompletten Rücken zu trainieren. Wer jetzt keinen Tisch zu Hause hat oder wer noch zusätzlich was machen will, für den habe ich zwei Varianten am Boden. Erste Variante, legen uns hin, Beine gebeugt, Po bleibt am Boden, Ellenbogen im 45 Grad Winkel vom Rumpf weg. Können wir auch 90 Grad gehen, also hier in diesem Bereich arbeiten. Kopf zeigt nach oben und ich ramme jetzt die Ellenbogen in den Boden rein und hau damit den Oberkörper nach oben. So, zwei Möglichkeiten. Entweder statisch halten oder in die Wiederholung gehen. Auch hier die exzentrische Bewegung. Langsam mitnehmen, explosiv hoch, langsam tief, explosiv hoch. Für die Strongmans unter euch, wenn ihr kräftig gerudert habt, 4-5 Sätze breit, 4-5 Sätze eng, und dann hier die exzentrische schön langsam mitnehmt, glaubt mir, ihr spürt die Rückenmuskulatur. Jetzt geht es zur Übung Nummer 2 am Boden. Die zweite Variante am Boden, ähnliche Übung, aber ein bisschen mehr Fokus noch auf der hinteren Schulter. Und zwar nehmen wir jetzt nicht mehr den Ellenbogen als Stütze, sondern die Handaußenseite. Ich zeige es euch. Wieder ablegen. Der Winkel bleibt der gleiche, zwischen 45 und 90 Grad. Jetzt nicht mit dem Ellenbogen in den Boden drücken, sondern hier mit der Faust oder die Handaußenseite. Entweder statisch
oder das Ganze dynamisch. Hochgehen, langsam tief, hochgehen, langsam tief, hoch, langsam tief. Wichtig bei allen Rückenübungen, Mind-Muscle-Connection. Das heißt, ihr seid mit eurem Kopf in der Muskulatur drin. Ihr müsst den Rücken spüren bei den Übungen. Wenn ihr das schafft, steht einem guten Rückentraining mit Tisch und Matte nichts im Weg. Haut rein, bis morgen.